Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Hardware-Video. Jetzt habe ich selber gerade überlegen müssen. Und zwar gucken wir uns jetzt die Trigger-Tasten an. In diesem Beutel ist Xbox, in diesem Beutel ist PlayStation. So, ich nehme jetzt einfach mal die PlayStation-Sachen hier raus. Coole Sache. So, ich habe jetzt erstmal, um zum Vergleich, noch ein Billigprodukt. Das ist dieser, den ich vorher dran hatte. Und das ist der neue von Linecast. Ihr seht gleich den Unterschied. Der von Linecast ist ein Tick größer. Ist ja auch hier weiter abgerundet. Der nächste Unterschied ist natürlich auf der Rückseite. Da ist der von Linecast hier auch noch ein bisschen breiter, dass er besser hält, und der von der Billigversion natürlich nicht, der ist einfach nur so ruff. Den zweiten Unterschied kann ich euch schon sagen, vom Fühlen her fässt der sich weicher und bequemer an als der. Der ist sehr hart und gibt kaum Widerstand. Da kann ich euch auch zeigen, wenn ich hier aufdrücke, seht ihr das, lässt sich biegen, aber nur schwer. Im Gegensatz zu dem Linecast-Teil, so, wartet mal, ich werde das mal so machen, dass ihr das so besser seht, so. Ja, ohne Probleme kriege ich den hier so zusammengebogen, wo hier der schon, seht ihr, der macht nur immer, klappt sich nur immer zusammen. Und der hier, der rollt sich ja fast schon weg. Das ist schon mal sehr positiv. So, jetzt werde ich aber auch mal hier die Xbox-Teile auspacken. Muss ich aufpassen, dass ich die nicht durcheinander bringe. So. Und jetzt nehmen wir uns einfach mal den. Ah, jetzt weiß ich, wo der Unterschied ist. Die sind dicker. Die sind dicker. Das ist der von der PS4. Und das ist der von der Xbox. Seht ihr das? Das sind genau die gleichen, also mit den Rillen. Der ist dicker. So, jetzt gucken wir uns das mal noch im Vergleich mit dem an. Ja, da nicht mehr so wirklich ein Unterschied. Ja, doch in der Größe. In der Größe so ein Stück sind die Xbox-Dinger ein Stückel größer. Also wenn man sich dazu anguckt. So, jetzt gucken wir uns noch mal diesen an und diesen. So, auf den ersten Blick sehen sie gleich aus. Hier sind die Punkte ein bisschen weiter auseinander, dass man sie bestimmt auseinanderhalten kann. Hier unten ist bei der PlayStation-Version ist das Loch enger als hier. Hier ist ein bisschen weiter offen. Und bei denen ist es genauso. Die Xbox ist weiter offen. Und PlayStation ist weiter zu, weil die Xbox-Nippel ja irgendwie wohl anders gemacht sind. Die sind ja oben so nicht so nach innen gewölbt wie unsere. So, welche war das? Das war die. So, dann packe ich die Xbox-Dinger mal weg. Aber alle sind sehr gut verarbeitet. Ich habe hier auch in der ganzen Zeit, wo ich sie angefasst habe, hier keine Naht oder sonst irgendwas gesehen. Und die geben mir jetzt schon nur so vom Halten, fassen sie sich definitiv besser an als meine alten. So, und jetzt werde ich einfach mal, ich nehme jetzt kleine, ich nehme jetzt extra zwei verschiedene, um euch da mal so zu sagen, wie sich das anfasst. Einfach hier drauf. Na, einfach drauf ist nicht. Ich mache erstmal den hier drüben.
Oh, die umschließen den aber richtig. Die werden nicht nur so ruffgesteckt, die umschließen das bis hinten hin. Ach so, wartet mal, seht ihr das so ein bisschen vielleicht? Oh, wartet mal. So, und dann, nein. Also die umschließen den bis nach unten. Finde ich richtig cool. So, und jetzt den noch irgendwie, der ist jetzt ein bisschen härter als der andere. Ich will den aber mal drauf haben, um euch das sagen zu können, wie der sich anfühlt. Momentan kriegt es aber gerade nicht im Backen, weil der so ein bisschen härter ist. Jetzt habe ich ihn. Du Drecksau, jetzt habe ich dich. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt muss ich ihn nur noch justieren. Wir können ja optisch gleich haben. Na. So. Der macht ihn jetzt so vom ersten Blick halt ein Stück höher als der andere. Oh, der fässt sich gut an. Der fühlt sich richtig gut an. Und der. Der gibt irgendwie mehr Halt. Also. Also für Autorennspiele, denke ich mal, oder Fußballspiele wäre der geeignet. Oder dass man da eine Kombination macht. Ihn davon hier und den darauf für, wenn man Kamera macht, reicht das aus. Weil der gibt einen guten Halt. Der gibt einen verdammt guten Halt. Müsst ihr mal gucken. Der ist jetzt auch so und der ist, geht auch noch so ein Stück nach innen. Na, das seht ihr schlecht. So seht ihr das vielleicht. Ein Stück geht er nach innen. So. Jetzt werde ich das aber. Ja, was nehme ich denn hierfür? Das ist ja mein Odin-Controller, den nehme ich ja meistens für wenn ich Shooter spiele oder so. Ich mache das mal so einfach auf hier. Werde das jetzt einfach mal testen. Und dann hier den anderen auch. Ich hätte den ja drauf lassen können. Dann hätte ich hier einfach nur. Weil wir müssen ja The Crew weiterspielen. Dann kann ich das nämlich schön testen, ob ich denn da besser steuern kann mit. Und dann machen wir da auch noch so einen fetten rauf. Die mache ich jetzt mal unterschiedlich, die Controller. Man kann natürlich auch, wie ich es ja eben schon gesagt habe, hier so einen fetten ran machen und den kleinen halt auf die Seite, wo man halt die Knöpfe hat, wenn man da nicht immer Kamera schnell oder weiß ich was. So. Die geben einen guten Grip. Also die geben wirklich einen guten Grip, wenn man mit dem Finger richtig rinkommt und die kleinen Nippel, die sind gut. So, und dann werden wir einfach mal, die werde ich gleich auf den machen. Weil ich denke mal, die werden mir zu heftig sein. Aber das werde ich jetzt auch gleich mal testen. Wenn jemand weiß, warum man so große Dinger haben will, das würde ich jetzt echt mal gerne erklärt haben wissen, weil viele sagen ja, die wollen was Größeres, aber ich verstehe nicht warum. Ach, ist schon drauf. Coole Sache. So. Und jetzt nehmen wir noch so in und pappen den hier rauf. Mit ein bisschen rumdrehen, hier das, einfach frei rauf. Zack. Und dann sieht das so aus. Also da möchte ich gerne mal wissen von euch echt, warum will jemand so fette Teile da oben drauf haben? Also ich finde es eher, da kriegt man hier einen Krampf, hier so im Daumen. Gut, im Paket ist es jetzt mit bei. Wenn ihr das Paket bestellt, habt ihr halt vier große mit halt verschiedenen. Einmal mit Sternen und einmal so. Ne, das sind ja die. Achso, ich habe jetzt zwei verschiedene. Da, den und den, halt zweimal den, zweimal den und zweimal den und zweimal den. Könnt ihr einen Controller für Autorennen, einen für Shooter euch zurecht machen. Aber echt, ich würde.
Ja doch, so schlecht fühlt sich das ja nicht an. Na gut, da macht sich der längere Weg schon besser, wenn man so macht. Und hier? Keine Ahnung. Ich würde aber ja, sind die echt für Shooter? Also ich habe ja viele von euch, von meinen Fans sind ja Shooter-Fans. Jetzt würde ich gerne mal von euch wissen, ist das interessant für euch? Und gibt es wirklich, weil es länger ist, ein bisschen mehr Power bei COD oder Battlefield oder was weiß ich. Oh. Weil wenn das wirklich so ist, dann möchte ich gerne mal wissen, für welches Spiel sowas am besten geeignet ist. Weil ich fange ja demnächst mit Battlefield Hardline an. Mit dem Onkel zusammen und so. Und da möchte ich das ja mal wissen, ob mir das dann einen Vorteil bringen würde. Gut. Vorteil bei mir ist relativ, ich bin kein Shooter-Spieler und ich werde da ablosen bis zum geht nicht mehr. Aber wenn es mir wenigstens einen kleinen Vorteil bringt, dann werdet ihr schon mal was Positives. Jetzt will er hier nicht mehr rauf. Du Sau. Jetzt aber. Jetzt ist er drauf. Jetzt ist er drauf. So. Macht sich, hoppala. Ich habe gerade gesagt, macht sich gut drauf. Und dann springt er hier hoch. So, aber jetzt. So, jetzt ist er drauf. Ah, hier hinten ist er nicht. Ah, hier hinten ist er verklemmt. So, jetzt ist er drunter. Also so bin ich gewohnt. Das ist auch schön so hart. Also mehrere Punkte, also die geben schon ordentlich Grip. Und hier ist es andere, das ist auch Grip, aber ist nicht so hart wie hier. Das fässt sich irgendwie gemütlicher an. Durch die Vertiefung und so. Seht ihr das? Fässt sich wesentlich gemütlicher an. Ja, das werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal im Dauereinsatz testen. So, jetzt werden wir das erstmal aufmachen. Die Dinger in die Tüte. Wenn euch das gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen oben da. Und bitte schreibt mir mal, ich weiß, dass einige von euch Battlefield und COD spielen. Oder Fußball. Sagt mir mal bitte für die Großen, für welche Spiele das interessant wäre und warum. Was diese Dinger dann bringen. Weil das würde mich gerne interessieren. Weil mich interessieren nur die Kleinen im Prinzip. Ich werde das mal hier ein bisschen zusammenpacken. Mich interessieren eigentlich nur die Kleinen, weil die ein bisschen mehr Grip geben und das Gummi schon, weil ihr wisst ja, die PlayStation 4 mit diesem Gummi da vorne, das ist jetzt nicht so ideal gelöst. Da ist bei einigen schon vorne das abgegangen. Da würde ich gerne echt mal von euch wissen, was ihr davon haltet und wie ihr sagt. Und ich würde mich jetzt davon jetzt erstmal verabschieden und sagen, Ahoi, sagt euer Odin.